Freunde, wir werden uns heute ein, zwei, drei Sachen widmen, die sehr brisant sind, meiner Meinung nach. Und zwar geht es einmal um das Thema TikTok. Wenn wir mal zusammenfassen, seitdem TikTok in aller Munde ist und jeder Hans und Franz TikTok hat und viral gehen kann, also jeder No-Name kann viral gehen, wie wir sehen, gibt es ja Leute, die sich auf ihre 5.000, 6.000 Zuschauer extrem was einbilden auf TikTok. Und eine Sache habe ich analysiert, und zwar, wenn du ein Video hochlädst oder es sollte viral gehen, dann müsst ihr mal darauf achten. Euer Video hat vielleicht, wenn es viral geht, sage ich jetzt mal einfach plump, eine 500.000 Klicks, also Aufrufe. Ne? Zu den 500.000 Aufrufen hast du dann auf einmal so 20.000, 30.000 Likes. Aber wenn ihr das mal selber beobachtet habt, ja, sind da auf einmal nur so 100 Kommentare oder 200. Also ich wage es zu bezweifeln, dass diese Klicks oder Likes oder was auch immer echt sind. Also echt meine ich mit, dass wirklich ein Mensch dieses Video geliked hat. Denn, ich habe eine These dazu, also bevor wir uns das Video angucken, schau mal. Manchmal schaue ich Videos auf TikTok und dann steht da so irgendwie Part 1 von 2. Oder nee, nicht Part 1 von 2, das auch, aber das, was ich meine, dann steht da irgendwie bis zum Ende gucken. Kennt ihr alle. Guck bis zum Ende, boah, was am Ende passiert. Dann sitze ich da und gucke 2 Minuten lang, zum Beispiel jetzt, wie jemand einfach da steht mit einem Stock in der Hand und ich denke mir, okay, jetzt passiert es gleich, jetzt passiert es gleich, jetzt passiert es gleich. Und nach 2 Minuten steht der Typ immer noch da und es passiert nichts, aber rein gar nichts. Aber dieses Video hat mehrere Millionen Klicks, kann ja sein, aber komischerweise hunderte von tausend Likes. Da denke ich mir, welcher Mensch liked sowas? Das ist unrealistisch und unwahrscheinlich. Und das hat dann irgendwie so, weiß nicht, so 200, 300 Kommentare. Also völlig unrealistisch. Und deswegen sage ich euch, TikTok ist nicht nur eine Plattform für Leute, sondern das ist eine gezielte Plattform. Denn wir wissen, wo TikTok herkommt. TikTok kommt aus China und es ist auch in chinesischen Händen. Das ist nicht wie Facebook, YouTube, Instagram und so weiter und so fort. Meine These ist, dass TikTok, also die Likes und die Aufrufe sind teilweise manipuliert, damit dir vorgegaukelt wird, dass das die geilste Plattform ist, damit jeder draufkommt und sowas wie Instagram und Facebook und so, alles in Vergessenheit gerät. Es ist nicht nur eine App, sondern es macht was mit deinem Gehirn und zwar es röstet dein Gehirn. Das heißt, du siehst in kürzester Zeit, innerhalb von, weiß nicht, manche Leute sind stundenlang drin, ne? Ich rede aber jetzt nur von 10 Minuten. In 10 Minuten hat dein Gehirn so viele Eindrücke. Überall auf der Welt, wie in Afrika Tänze gemacht werden. Auf einmal siehst du in China, wie die irgendwelche krassen Roboter bauen. Dann siehst du auf einmal irgendwelche kleinen Bitches, die twerken, die so enge Leggings anhaben, dass man ihre Pussy sieht. Dann siehst du auf einmal irgendwelche Kinder, die sich gegenseitig anmalen. Also dein Gehirn wird so krass, wie soll ich sagen, gegrillt mit so vielen Einflüssen, dass dein Gehirn danach überlastet. Du bist danach platt. Dein Gehirn ist gar nicht dafür konzipiert, so viel Scheiße zu sehen. Innerhalb von und ich rede nur von 10 Minuten. Ich rede nur von 10 Minuten. Das heißt, dein Gehirn wird überlastet. Du hast danach einen Down. Ihr kennt es selber, ihr beobachtet es mal. Reizüberflutung, sein Urgroßvater, ich sag's euch. Und mach das mal jeden Tag und mach das mal über einen längeren Zeitraum. Was denkst du denn, was mit dir passiert? Deine Aufmerksamkeit, ich hab's ja bei mir selbst gemerkt, meine Aufmerksamkeitsspanne ist wie von einem Kind. Ich kann mir kein Video mehr angucken, was länger als 30 Minuten geht. Ich krieg danach so Zittering. Ich mach so und denk mir, wann ist die Scheiße vorbei? Ey, ich sag's euch, Leute, es ist gefährlich. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und dafür möchte ich jetzt mir hier dieses Video angucken. Ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, aber ich möchte das gemeinsam mit euch machen und wir checken das mal ab. TikTok, seit 2018 die weltweit meist gedownloadete App. Keine andere Videosharing-Plattform hat es bis jetzt geschafft, ihre User so in den Bann zu ziehen. Wie eine Sucht fällt es einem schwer, sich davon loszureißen. Und das ist alles andere als ein Zufall. TikTok wird mittlerweile sogar als digitales Kokain bezeichnet und digitales Kokain. Warum hat sie Kokain gemutet, Alter? Sag doch einfach digitales Kokain. Und jetzt? Dafür gibt es heftige Gründe, über die noch kaum jemand geredet hat. Ich habe in letzter Zeit erschreckende Dinge über TikTok herausgefunden. Warum wohl? Weil die hat mies recherchiert. Jawohl, sie ist eine von uns, Leute.
Es ist das Zeitalter des Recherchierens, die ich hier mit euch teilen möchte, denn ich glaube, es ist wichtig, dass jeder davon weiß. Digitales Crack und Kokain. Ja, absolut. Die digitale Droge, Leute. Sowas gibt's. Ey Leute, hier geht's nicht darum, dass man sagt, löscht TikTok, geht niemals drauf. Es geht darum, dass du es mit Vorsicht genießt und weißt, was es ist und was es mit dir machen kann. Darum geht's. Bevor wir jetzt richtig eintauchen, möchte ich kurz ab ins Kaninchenbau. Ich mag sie, wer auch immer sie ist eine von uns, Leute. Heutigen Sponsor des Videos aufmerksam machen, nämlich Rhino Shield. Denn neben dem krassen Schutz von Rhino Shield Höhlen, wo ich mir einfach nie sorge, gönnt ihr ihre Werbung, aber für uns gerade ohne. Kann. Ich einfach mega Handy auch wieder. Rhino Shield, falls du das siehst, schick mir mal auch eine Hülle. Meine Hülle ist wie von meinem Opa, Alter. Guck mal meine Hülle. Rhino Shield, ich küsse dein Herz. Guck mal, was ich hier machen muss jedes Mal. Rhino Shield, wenn du das siehst, gib mal dem Onkel auch eine, yo. Dankeschön. Habe ich die Handykette dann einfach wieder abgemacht. Genial, Leute, ich sag's euch. Und bis zum 6. Januar gibt es bei Rhino Shield ein Neujahrs-Sale, wo ihr mit dem Code DESI50... Denn das Phänomen von TikTok ist ja, dass man nicht aufhören kann zu scrollen. Habt ihr euch jemals gefragt, warum das so ist? Es ist ein inneres Bedürfnis, immer weiter zu scrollen, denn man will ja wissen, was das nächste Video ist. Und ist euch... Obwohl man weiß, das nächste Video ist bestimmt beschissener, weil das alles teilweise Leute sind, die aus dem Klo Wasser trinken, Alter. Schon mal aufgefallen, dass nicht jedes Video ein Banger ist? Die meisten Videos sind so okay-Videos und dann jedes fünfte oder zehnte Video, bam. Man lacht, man weint, man teilt, man kommentiert. Ein absolutes Dopamin-High. Und jedes Mal, wenn man so einen Banger sieht, schüttet das Gehirn Dopamin aus. Ein Banger, das ist ein Video, was dich knallt. Boom. Also den sogenannten Botenstoff des Glücks, der dafür verantwortlich ist, dass wir Glücksgefühle empfinden. Das habt ihr auch, wenn ihr meinen Stream guckt, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich küsse eure Head. Was wie ein zufälliges TikTok-Phänomen klingt, ist jedoch alles andere als ein Zufall. Dieses Phänomen wird in der Psychologie Random oder Intermittent Reinforcement genannt. Okay, einmal zum Mitschreiben bitte. Also eine positive Verstärkung, die zufällig auftaucht. Und genau diesen zufälligen Dopaminausschuss nutzt TikTok, um seine User möglichst lange festzuhalten. Du scrollst also immer weiter auf der Suche nach dem nächsten Banger, der deine Glücksgefühle ausschütten lässt. That you don't know when you're gonna hit the jackpot. So you're scrolling and then you see something. Und dazwischen... Das ist wie... Das ist ein krasser Vergleich, aber... Ist wahrscheinlich wie Spielsucht, ne? Wenn du am Automaten sitzt. Irgendeiner im Chat weiß genau, wovon ich rede, ne? Du bist am Automaten und du hoffst immer, dass du hochkommst. Immer den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten. Sinn? Du wirfst hier zwar kein Geld rein, aber du wirfst da deine Lebenszeit rein, was viel wertvoller ist. Die in Anführungsstrichen langweiligen Videos, die du skippst. Und dadurch wirst du innerlich aufgefordert, immer weiter zu scrollen. Also der Content, der gezeigt wird, den du nicht so magst, der ist sozusagen gewollt, damit du konditioniert wirst im Sinne, wenn ich weiter scrolle, kommt wieder was, was ich mag. Yep. Und genau so funktioniert eine Spielsucht. Oh, genauer gesagt. Ich hab's doch gesagt. Das klingt für mich nach Spielsucht. Sagt, es ist genau das gleiche wie bei einem Spielautomaten. Ich schwöre. Just like the slot machine. Ja. It's the identical mechanism, even to the scrolling, if you think about it. TikTok scheint also genau dieses Suchtverhalten von uns Menschen auszunutzen, um ihre Plattform möglichst abhängig. Plus, sie gaukeln dir heftige Reichweite vor. Und ich schwöre euch, ich kann es zwar noch nicht beweisen, aber ich sage euch wirklich, meiner Meinung nach, definitiv, dass die Klicks und die Likes 100% nicht von echten Menschen sind. Das heißt, wenn du 90.000 Likes auf ein Video hast, sind die nicht von 90.000 Menschen, die auf Like gedrückt haben. Ich schwöre auf meine Mutter. Das sind nur 200 oder 300 Kommentare meistens drunter. Das kann nicht sein, dass 80.000 Leute auf Like drücken, aber nur 200 kommentieren. Also jemand, der sich die Mühe macht zu liken, von 80.000, ich glaube nicht, dass nur 200 dann auch sich die Mühe machen zu kommentieren. Das ist völlig unrealistisch. Auf jeder anderen Plattform, auf der wir je waren, ist das Verhältnis völlig anders. Deswegen gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass das auf jeden Fall gefaked ist, um dir vorzugaukeln, dass du krass bist, dass du viral gehst, dass du dies bist. Wahnsinn. Zu machen. And that's how these platforms are designed. They're exactly like a slot machine. Indem sie uns absichtlich erstmal mit mittelmäßigen Videos füttern und dann boom, ein klarer Banger, der schon von Millionen anderen Leuten geliked wurde, wo sie sich sicher sein können, dass wir unseren Dopamin-Hit kriegen. And then what happens is you start getting
the system working for that next dopamine hit that you don't know when it's going to come. It's just like gambling. We know there's a gambling addiction, right? Dass Spielsucht eine sehr ernstzunehmende Sucht ist, wissen wir ja bereits. Und da TikTok ganz ähnliche Reize bedient, ist es kein Wunder, dass unter anderem das Forbes Magazine schon von Digital also digitales Kokain spricht. Und es verstehe nicht, ich finde das voll unnötig, dass sie das zensiert. Das passiert doch nichts, wenn du Crack sagst, Digga, was? Du sagst auch Voice Crack oder so, das ist doch völlig... Somit als eine digitale, schwerst abhängig machende sieht. Forschungsergebnisse. Sogar Droge hat sie rausgenommen, wow. Nüsse aus der Fachzeitschrift Addictive Behaviors zum Beispiel besagen, dass einige Nutzer... Hier schreibt jemand, TikTok hat Kennedy erschossen. Ich sage euch sogar, es gibt bestimmt irgendwelche TikTok-Videos, die euch eine Theorie davon erzählen, wie Kennedy erschossen worden ist. TikTok ist gnadenlos. Sogar eine krankhafte Abhängigkeit von TikTok entwickeln können. Zwar kam bei der Befragung raus, dass ein Großteil kein Risiko zur TikTok-Sucht hat, aber die Studie deutet auch darauf hin, dass die, die dann abhängig werden, dann auch suchtähnliche Verhaltensweisen aufzeigen können, indem sie ängstlich, nervös, reizbar werden, wenn man ihnen den Zugang zur Plattform verwehrt. Okay, aber selbst wenn wir keine richtige Abhängigkeit haben, verbringen wir aus den vorhin genannten Gründen sehr viel Zeit auf dieser Plattform. Wertvolle Lebenszeit, Leute. Sag ich ja. Du zahlst zwar nicht mit Geld wie bei einem Automaten, weil bei einem Automaten zahlst du erstens dein Geld, dein hart erarbeitetes im besten Falle, und deine Lebenszeit. Bei TikTok überwiegend Lebenszeit. In the corner, looking for a bone. The dog looking. You think that's really sad. That's us. Der Gedanke ist schon echt traurig. Und wie die meisten eben auch, hat die digitale eben unabhängig von unserer Abhängigkeit auch negative Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und unsere Psyche. Also der Beat hat auf jeden Fall auch negative Auswirkungen auf meine Psyche. Bei einer Studie in China, wo 3000 Hochschulstudenten untersucht worden sind, kam heraus, die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses bei den Studenten, die TikTok krankhaft nutzten, reduziert wird. Das Arbeitsgedächtnis ist, wenn man kurzfristig Informationen speichert und sie dann für komplexe kognitive Aufgaben verarbeiten kann. Wie zum Beispiel beim Lesen, Lernen oder logisches Denken. Mhm. Kurz gesagt, wir verdummen einfach aktiv dadurch. Und durch die konstanten, schnellen, kurzen Dopamin-Hits haben wir noch nicht mal die Geduld, etwas für eine langfristige Belohnung zu tun. Und dabei sind es die langfristigen Belohnungen, die einen nachhaltig glücklicher machen. Sei es ein Buch zu lesen, und es macht mich wirklich traurig, dass ich das einfach nicht mehr schaffe. Das hat mich einfach komplett eingenommen. I can't focus anymore. I can't even sit through a 2-hour movie. And so to me the danger is in what short-form content could be doing to our attention spans, to our focus. That's a neurological consequence, right? It's changing how our brain is wired together. Oder gar einer Konversation aufmerksam zuhören. Und so wie bei Instagram kann auch TikTok negative Auswirkungen auf deine Psyche haben. Denn bei den gleichen Studenten aus China wurde auch herausgefunden, dass bei den Probanden, wo die TikTok-Nutzung so extrem war, auch erhöhte Werte für Depression, Angst und Stress aufgewiesen wurden. Normal, weil dein Gehirn doch geröstet wird durch Reizüberflutung des Todes. Also das hat natürlich Auswirkungen. Ne? Ich finde, dafür muss man aber auch kein Professor sein oder Arzt oder Wissenschaftler, um zu erkennen, dass der dauerhafte Konsum von Shorts also oder TikTok-Videos oder was auch immer, auf Instagram gibt es ja auch, wo du scrollst, dass die dein Gehirn auf jeden Fall ficken. Ist doch klar, man merkt es doch auch. Gut, vielleicht hatten diese Probanden das auch vorher. Aber könnte TikTok diese psychischen Probleme auch verstärken? Wir wissen alle, wie gut der TikTok-Algorithmus ist. Man hat sogar das Gefühl, dass TikTok die eigenen Gedanken lesen kann. Sorry, wenn ich das jetzt stoppe. Ich habe voll oft gelesen unter Videos bei TikTok bei Leuten, die schreiben sowas wie, warum geht mein Video nicht viral? Bitte helft mir, mein Video viral gehen zu lassen. Also sie betteln förmlich danach, dass ihr Video viral geht. Und meistens geht das dadurch natürlich nicht viral. Ich finde das voll schlimm. Das ist so voll traurig irgendwie. Also du schreibst in deinem Video, bitte helft mir, mein Video viral gehen zu lassen. Hä? Also das ist schon...
Ist schon krass, Alter. Den Gedanken lesen kann. Anyone else notice that your For You page has been a little too accurate lately? It hasn't been things that I'll Google or I talk about. It's been thoughts. Es ist wirklich krass, wie akkurat die sind. Denn nicht nur die Art, wie TikTok seine User an sich bindet, kann schädlich sein, sondern auch die Art, welcher Content auf den Nutzer zugeschnitten wird. Und eine investigativ-journalistische Untersuchung des Wall Street Journals fand heraus, wenn man zum Beispiel diese Tendenzen wie Depression und Traurigkeit hat, diese auch zusätzlich unterstützt. Wall Street Journal hat nämlich 100 selbstprogrammierte Bots kreiert und jedem dieser Bots verschiedene Charakteristiken gegeben. Sie programmierten sie dann darauf, sich anhand von Bildern... Die Menschen machen alles, also es gibt gar keine Grenze mehr. Es gibt keine Grenze mehr, Leute. Benny, ich küsse your heart, brother. Thank you very much. Es ist gnadenlos. Hashtags auf bestimmte Videothemen zu fokussieren. Und einer dieser Bots gaben sie Interessen wie Traurigkeit und Depression. Und nach gerade einmal 36 Minuten wurde der Bot zu 93% mit Videos zu genau diesen Themen Traurigkeit, Depression und überschwemmt. Das kann natürlich krass negative Auswirkungen haben, wenn man eine mental labile Person mit solchen Triggerpunkten füttert. Und man muss dazu sagen, dass natürlich auch jeder andere Mensch durch sowas in ein mentales Loch fallen kann. Nicht nur durch das, sondern stelle vor, du bist ein TikToker oder irgendjemand, eine Person des öffentlichen Lebens. Du hast eine Zeit lang genossen, dass Leute dir folgen, du hast voll den Hype, alle reden über dich, jeder will dein Video sehen und auf einmal interessiert sich keiner mehr für dich. Deine Klicks gehen runter, keiner liked mehr dein Foto. Alter, weißt du, was du Depris du kriegst? Leute gehen kaputt daran, ne? Also wirklich kaputt. Ich habe früher 1000 Likes auf mein Foto bekommen. Jetzt nur noch 20. Wie kann das sein? Und er wird dadurch schlecht gelaunt. Er grübelt und fragt sich, was ist nur passiert? Bin ich scheiße? Sehe ich scheiße aus? Was habe ich denn anders gemacht? Und gehen daran kaputt, Alter. Also wie labil manche Leute sind, das ist... traurig, Leute. Echt traurig. Aber nicht nur für die mentale Gesundheit, wow, sondern auch für uns als Gesellschaft sind solche zugeschnittenen thematischen Rabbit Holes eine Gefahr. So übrigens nicht nur auf TikTok, sondern auch auf YouTube und überall im Internet, basically. Deine Meinung wird durch den Algorithmus immer mehr verstärkt und von anderen Leuten in deiner Algorithmus-Bubble bestätigt. Ein sogenannter Feedback-Loop, wo die absurdesten Ansichten mancher Menschen Bestätigung von Gleichgesinnten bekommen und kaum mit Gegenstimmen gefüttert werden. Weshalb unsere Gesellschaft auch gespaltener ist denn je. Denn jeder von uns ist davon überzeugt, dass seine Meinung die einzig richtige ist. Und ja, das ist das Problem, das haben wir alle. Das haben wir alle, hab ich auch, habt ihr auch. Das haben wir leider alle, ja. Großer Teil, der zu dieser Spaltung in der Gesellschaft führt, sind die Algorithmen im Internet. Naja, und je tiefer und nischiger dein Rabbit Hole ist, desto ungeprüfter, unbestrittener werden auch die Videos, die einem dann zum Beispiel bei TikTok angezeigt werden. Aber nicht nur das, auch die Möglichkeit, mit TikTok Views und Followern Geld zu verdienen, hat einen ekligen Nebeneffekt bei Minderjährigen ausgelöst. Ey, da sagst du was, abgefuckte News. Yuval Harari, Professor Yuval Harari, ein Historiker aus Jerusalem, man sagt ihm nach, er wäre die rechte Hand von Klaus Schwab, WEF-Gründer. Er hat eine Prognose abgegeben, die genau auf das abzielt, was hier gerade abgeht. Ne? Also es ist Wahnsinn. Gelöst. Der YouTuber Apo Iccolo begab sich in den Tiefen von TikTok Live, um herauszufinden, ob es dort unangemessene und explizite Inhalte von Minderjährigen gibt. Und was er dort gefunden hat, schockte ihn zutiefst. Ach naja, aber ist ja eigentlich klar, denn junge Mädels wittern dort ihre Chance auf Follower. Ja, Prognose von Yuval Harari, von ihm gesagt, eine Prognose. Für mich hat das sich angehört wie ein Masterplan. Leute, schaut mal, ich weiß nicht, was mit den Menschen los ist oder warum sie denken, es wäre cool. Also gerade an die Damen. Ich möchte nicht alle Damen in einen Topf schmeißen, aber man sieht leider doch schon häufig, dass sich irgendwelche Damen auf TikTok filmen, wie sie in einer sehr engen Leggings irgendwelche angeblichen Yoga-Übungen oder Bewegungen machen. So eng und in so einer ungünstigen oder für sie gesehen eine günstige Position, sich vor die Kamera stellen, dass man ihre Schamlippen sieht. Also bei allem Respekt, chillt mal, yo. Chillt mal, yo. Was soll der Scheiß? Und das wird nicht gesperrt, das geht so durch. Das geht so durch. Das geht so durch und Leute feiern das und wollen mehr. Und das zieht natürlich auch Menschen mit krankem Gedankengut an, ne? Mhm. Ja, also es ist schon hart, Digga. Ich bitte euch. Aber nicht nur das, denn mit dem fragwürdigen Content lässt sich mit TikTok Live und dem Spendensystem der Plattform natürlich auch Geld verdienen. Dass TikTok weitreichende Auswirkungen auf unsere Jugend, unsere Psyche und unsere Gesellschaft hat, sollte spätestens jetzt vielen bewusst sein. Vor allem beunruhigend wird's, wenn man sich Chinas Version von TikTok anschaut. Benjamin Wohlrab, du bist heute ganz hart unterwegs, Bruder.
Danke für dein verschenktes Abo. Dankeschön. Was schreibst du, Yoshino? Finde auch lustig, dass TikTok in China, wo es herkommt, nur Wissenschaftscontent gibt. Ja, sage ich doch, habe ich doch vorhin gesagt. In China, wenn du sowas machst, du wirst komplett, das wird sogar gesperrt, glaube ich. Wenn du so eine Legging anhast, wo man deine Schamlippen sieht, ich bitte dich. Also nicht nur an die Frauen gerichtet, sondern auch an die Jungs, die dann sich auf einmal prügeln und so auf hart machen und so. Keine Ahnung, was hier abgeht, Digga. Es ist hart. Denn durch tiefgreifende Reformen wird den Kindern in China mittlerweile ganz anderer Content ausgespielt als bei uns. Wenn du unter 14 Jahre alt bist und Douyin, also die chinesische Version von TikTok, benutzt, bekommst du, so wie Tristan Harris sagt, er hat unter anderem bei der Netflix-Doku The Social Dilemma mitgewirkt, statt wie bei uns irgendwelche Videos von TikTok-Tänzen und Soft, bekommen die im chinesischen TikTok wissenschaftliche Experimente, die du zu Hause machen kannst, Museumsbesuche, Patriotismus und Lehrvideos angezeigt. Unabhängig davon, dass natürlich Patriotismus. Alter. Das heißt, die lenken die Leute, weil die, guck mal, das Ding ist, die Menschen sind ja vernetzt quasi. Jetzt zwar kein Kabel in deinen Kopf rein, aber sie sind vernetzt mit dem Handy und das Handy sagt dir, was in der Welt abgeht. Das Handy ist das Tor zur Welt. Ist so. Früher war es die Glotze, also der Fernseher, und heute ist es dein fucking Handy. Das heißt, alles, was in deinem Handy gesagt und gezeigt wird, du gehst davon aus, dass das wirklich auch so ist. So wird eine Meinung geschürt, so wird dir auch dein Wissen eingebläut. Und so weiter und so fort. Das wird dir eingetrichtert. Durch dein Handy, durch dein fucking Handy. Weil du denkst, das ist die Welt. Das ist deine Bubble, Motherfucker. Das sind alles vorgegebene Dinge. Und deswegen liebe ich es, Sachen zu hinterfragen. Weil wir, Chat, wir sind immun. Wir wurden mit dem wahren Impfstoff geimpft. Und der nennt sich Verstand und Vernunft. Chinas Zensur und Propaganda mehr als problematisch ist, halten wir kurz fest. Das chinesische TikTok zeigt vor allem Videos, die einen bilden sollen, während unsere Version von TikTok uns verblöden lässt. Ja. Damit ihr diese Auswirkungen versteht, es gibt sogar laut Harris eine Umfrage von Kindern in den USA und in China. In den beiden Ländern wurde jeweils gefragt, was für sie der erstrebenswerteste Beruf ist. In the US, TikToker. The number one was Influencer. Social Media Influencer. And in China, the number one was Astronaut. In den USA, Influencer. In China, Astronaut. Again, you allow those two societies to play out for a few generations, I can tell you what your world is going to look like. Und neben der Ausspielung von bildenden Videos im chinesischen TikTok haben sie die Nutzung von unter 14-Jährigen auf 40 Minuten am Tag limitiert. Und wenn du ein paar Mal scrollst, kommt sogar eine Verzögerung von 5 Sekunden, wo dann steht, ob du nicht lieber was anderes machen willst. Und zwar genau mit dem Ziel, dass man nicht mehr mindlessly scrollt, so wie Harris beschreibt, also damit man nicht mehr gedankenlos scrollt. Sie haben sogar für die unter 14-Jährigen festgelegte Zeiten. Also von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ist TikTok für sie nicht zugänglich. Das hat halt den Vorteil, dass wenn jeder deiner Freunde keinen Zugang zu dieser Plattform hat, du dann auch keinen sozialen Druck verspürst oder keine FOMO hast. So wie Tristan Harris sagt, wirkt es so, als hätte China erkannt, wie stark Technologie die Entwicklung von Kindern beeinflusst und hat daher die Spinat-Version, also die bildende, lehrreiche und limitierte Version, für sich selbst und exportiert die Opium-Version, also die, die uns süchtig macht und uns verblüht. Die Opium-Version. Lässt, für den Rest der Welt. Natürlich sind diese drastischen Maßnahmen der chinesischen Regierung extrem. Aber es spricht Bände über die ungeheuren Auswirkungen, die diese Plattformen auf uns haben. Dann gibt es natürlich immer die große Sorge der Daten, die durch TikTok mehr oder weniger an China gehen. Denn die Regierung besitzt Anteile an das TikTok-Unternehmen ByteDance. Do you think they created TikTok just on purpose to have all that? 100%. Wow. I think they saw that people are addicted to social media and they came up with the most addictive version of social media, which is TikTok. Leute, just saying, kann man sich ja mal drüber Gedanken machen. Drüber Gedanken machen? Also, ich glaube, sich nur mal drüber Gedanken machen ist ein bisschen zu, ja, ich glaube, der Schuh brennt. Der Schuh brennt, Leute. Ich kann euch wirklich nur raten, ich meine, im Endeffekt konsumiert jeder so, wie er will, ne? Also, auch wenn wir das jetzt hier im Stream behandeln, auch wenn der ein oder andere schreibt, ey, ich gucke kein TikTok, ich habe kein TikTok. Im Endeffekt guckt jeder das, was er am Ende guckt, wenn er in seinem Bett liegt oder wo auch immer. Ich kann euch wirklich nur raten, passt auf, es hat Auswirkungen. Es hat wirklich drastische Auswirkungen. Und wenn sie nicht Auswirkungen auf euch hat, weil ihr zu stark seid mental oder weil ihr das nicht so oft nutzt, achtet auf die Jüngeren, auf die Kleineren. Wenn ihr kleine Geschwister habt, die TikTok haben, die das benutzen, die nur noch da drin sind, nehmt denen das scheiß Handy weg, Alter. Reißt es ihnen aus den Händen und scheißegal, die müssen da weg. Alter, das geht so nicht mehr. Ich sag nicht, verändert, irgendwie geht jetzt raus in die Welt, auf die Straße und reißt fremden Kindern das Handy aus der Hand. Nein, das meine ich nicht. Ich meine in eurem Kreise. Eure Geschwister, eure Freunde, in eurer Familie. Fangt bei euch selber an. Und das wird sich ausbreiten, ich sag's euch.
passt bitte auf euch auf, Leute. Das ist so wichtig, denn das ist nicht nur eine weitere Social-Media-Plattform, sondern das ist das Ding, was dich in dein Gehirn auf jeden Fall verbrennen wird. Es wird dein Hirn rösten, Leute.